100 Jahre Gunzer Bergwerk, das hat viel zu tun gegeben für die Knappen. Da der Uli Filz zusammen mit dem Hans Lutziger im Holzabladen gab fürs Weinstübli vom Leitbergwerk. Ja, das Leitbergwerk, das ist vorbei. Gunz ist aber immer für etwas gut. Die Elektro Barbara, ja, das ist eine Elektrologie. Und am besten gehen ihr vielleicht mal rein und schauen, was denn im Gunz alles neu ist. Wie gesagt, das Konzert haben es verpasst. Leitbergwerk haben auch verpasst. Aber der 11. August, Tag des offenen Tors, das wäre noch etwas. Ich habe den Präsident der Knappenvereinigung, der Beatiner, gefragt, was wir hier denn vor allem sehen können. Übrigens, das ist der Hans Eberli, der hat mir gewunken. Ja, ich bin jetzt eingefahren und ich hoffe, ihr macht das auch am 11. August. So, und jetzt also der Beatiner. Was gibt es an dem Tag des offenen Tors alles zu sehen? Es gibt ab dem Viertel von 9 Uhr morgen, können wir die ersten Fahrten machen. Es gibt zuerst einen Film, wo die Entstehungsgeschichte vom Bergwerk zeigt. Nachher fährt man rein mit einem kleinen Rundgang und dann geht es dann schon bald wieder raus. Das heisst, es ist eine Schnupperfahrt, wenn sich Familien sozusagen nach der Sommerpause, nach der Sommerferien, da noch den letzten Tag wieder im Bergwerk verbringen. Es ist sicher immer gäbig, wenn das Wetter nicht allzu schön ist, dann nachher haben wir auch ein bisschen mehr Leute, wo ins Bergwerk hineingehen. Hey, Raphael, was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Gefühl da drin? Cool, sehr, sehr cool. Also mystisch. Also ich bin ja eigentlich aus der Gegend und so, ursprünglich, und ich bin noch nie da drin gewesen. Also ich freue mich extrem. Cool und kühl, gell? 40 ja, Grad. Cool, kühl und kühn. Kühnes Unterfangen, 100 Jahre Gonze. Bergwerk, Jubiläum, also grosse Ehre, dass wir hier aufspielen dürfen. Du nimmst das relativ locker, hey? Fühlst du dich eingeschlossen da? Nein, weißt du, daheim haben so ein Studio-Dings-Modul gebaut und da bin ich auch. Also Klaustrophobie dürfen wir nicht haben. Ist alles cool. Ich will noch ein bisschen Leute machen, mich selber. Warum hast du von einem weißen auf einen grauen Cello-Kasten umgestellt? Ja, ist schon entscheidend, oder? Du, der Weiss war Swiss May und der Weiss hat dann der Michel Lazzecchi angemalt. Das ist ein Kunstwerk geworden. Im Fall. Ach so. Cool. Und dann laufe ich jetzt nicht mit dem Kunstwerk da und im Zug umeinander. Und damals hatte ich ein Cello und jetzt habe ich halt mehrere Celli. Also eben Band-Celli, wie das graue Ding da. Beautiful Gemeiner Celli. Wow, super, hey, ja. Und ja, das ist einfach grau jetzt. Einfach. Damals warst du im Studium zu Frankfurt, oder oben warst du? Genau, Frankfurt am Main, ja. So. Mhm. Da ist ja der Weisse, gell? Genau. Hey, und was hast du für ein Hirn? Die Haare sind auch langsam ein bisschen grauer. Die passen sich langsam an den Cellokasten an, genau. Bist du auch ein bisschen reifer geworden, hä? Das wage ich zu behaupten, ja, genau. Aber meinem Vater habe ich gerade heute gedacht, hey, der hat keine graue Haare mehr, der hat weiße Haare. Und dann habe ich gesehen, hey, du siehst eigentlich auch unmodern aus. Ich meine, es gibt Leute, die viel Geld ausgeben, so Wasserstoffhaare und so. Also meine Zukunft sieht rosig aus. Nein. Das Berglicht, das ist nicht mehr. Ist jetzt einfach das ganze Bergwerk, wie man das eben kennt, also im urtümlichen Zustand. Richtig, es ist das Bergwerk, wie man es jetzt schon seit Jahrzehnten kennt. Und es geht wirklich darum, um das Bergwerk auch ein bisschen lustig zu machen. Wenn es einem gefällt, dann kommt er sicher aufgrund von einer Schnupperfahrt wieder einmal zu einem späteren Zeitpunkt. Und was man nicht vergessen darf, daran hat es eben natürlich noch ein Restaurant. Also der Tag des offenen Tors natürlich ist auch immer verbunden mit kulinarischen Möglichkeiten. Und ihr vom Knappenverein bietet auch hier, glaube ich, gerade am Anfang etwas an, oder? Sicher, also wenn man kommt, kann man etwas trinken. Man kann aber, wenn man rausfährt, gibt es die Möglichkeit, sich zu verpflegen. Die aber etwas ein Menü essen wollen, die können auch selbstverständlich im Restaurant innen beim Seppi machen. Der Knappenverein, das ist ja eben ein Männerverein mit ungeheurem Engagement. Hat man da nie ein Problem, weißt du, mit den Leuten rekrutieren, wo es ja recht einen grossen Einsatz braucht dafür? Also der Knappenverein hat auch Frauen, die Mitglieder sind. Wir haben sogar lange Zeit eine Frau im Vorstand gehabt. Und es ist ein Verein mit etwa über zwischen 350 bis 400 Mitgliedern. In den letzten Jahren haben wir eigentlich wieder doch einen schönen Zulauf von jüngeren Personen gehabt. Und das finden wir natürlich auch spannend und gut, dass wir auch wieder Jüngere können für das Bergwerk interessieren. Und selbstverständlich kann man Mitglied werden. Der Beitrag kostet 60 Franken im Jahr. Also Mitglied werden können auch Frauen, aber Führer, das ist Männerangelegenheit. Genau, also die Führer, das sind bis jetzt nur Männer. I believe all these fears, these ships without anchors. I believe all this now. I all stand up now, and we break down these walls, and it's coming.
it's coming. I'm counting all these fires on the sun. And it's cold and dark rain, I can tell. And it's a loving is coming down. And the sea is a legacy. And I'm counting all these fires on the sun. And it's cold and dark rain, I can see. And it's a loving is coming down. Was bedeutet dir der Gonzen? Einfach jetzt bei dir als Beatiner. Für mich ist der Gonzen ein Industriegut. Es ist ein ehemaliges Bergwerk und ich finde Bergwerk spannend. Ich bin, als ich mal in der Westschweiz gearbeitet habe, auch regelmässig mit Besuchern, die zu mir gekommen sind, in die Salzsalinen auf B gegangen. Und jetzt hier wieder in der Gemeinde Wartau bzw. Werdenberg, das ganze Land, ist es natürlich auch eine schöne Gelegenheit, um den Leuten auch den Gonzen zu zeigen. Dann aber gibt es natürlich auch Verbundenheit zum Weingut vom Gonzen. Da wird zum Beispiel der Bürgerwingert Wein, der Chardonnay, wird von Stefan Hörner gekeltert. Also es gibt vielfältige Beziehungen rund um den Gonzen. Und natürlich eben auch außerhalb vom Tag des offenen Tors. Also das Tor ist ja dann eben immer offen. Wichtig ist ja auch, was sich eben zwischen dieser Zeit dann abspielt. Nach dem 11. August wieder eben bis zum nächsten Tag vom offenen Tor. Ihr habt aber recht einen guten Zuspruch, gell? Grundsätzlich ist das Interesse sehr gross, sehr international, oder? Also das Interesse ist natürlich riesig. Vor allem jetzt am Tag des offenen Tors kommen in der Regel zwischen 500 bis etwa sogar 900 Leute. Es kommt ein bisschen darauf an, eben wie die Wetterverhältnisse sich zeigen. Wenn es ein bisschen schlechter ist, gibt es ein bisschen mehr Leute. Wenn das Wetter natürlich ausgezeichnet ist, dann ist logischerweise der Zugang ein bisschen weniger. Das heisst, eine gute Geschichte, etwas, was auch du sehr gerne siehst, ist auch eine Kontaktmöglichkeit natürlich, oder? Hier beim Gonzen, drinnen oder draußen? Ja, natürlich, bei dem Tag des offenen Tors oder auch sonst, sieht man natürlich Leute, die man sonst sieht und trifft. Und das zeigt den Gonzen, hat eine Anzüchungskraft, die natürlich nicht nur mich, sondern auch viele andere begeistert. Unbelievable, unbelievable these kings and these kingdoms of kings.